Mein Name ist Janina Tietze, ich bin Pferdewirtschaftsmeisterin im Landgeschiet Celle und wir sind hier in Bettenrode zur Qualifikation für den Nürnberger Burgpokal. Mit dabei habe ich meinen Hengst Acosta. Er war bis letzte Woche noch voll im Deckeinsatz und wurde jetzt extra für die Serie rausgenommen, um diese Doppelbelastung nicht zu haben und sich voll und ganz darauf zu konzentrieren. Und dafür bin ich dem Landgeschiet Celle auch sehr dankbar. Also wenn ich Acosta in drei Worten beschreiben müsste, finde ich, ist er ein totales Energiebündel, dazu auch noch hochsensibel und meiner Meinung nach absolut ausdrucksstark. Vor dem Turnier flechte ich meine Pferde immer gerne selber ein und da ist es ganz wichtig, dass die Zöpfe 10 Stück an der Zahl sind und der letzte ist mein Glückszopf. Der wird nicht mit Haarnadeln hochgesteckt, sondern mit normalen Mähnengummis eingeflochten. Was die wenigsten Leute von mir wissen, ist, dass ich eigentlich mein Hobby gar nicht unbedingt zum Beruf machen wollte, bevor ich am Landgeschiet Celle angefangen habe zu arbeiten, denn eigentlich wollte ich Grundschullehrerin werden. Die Nürnberger Burgpokalserie ist eine perfekte Möglichkeit, so junge Pferde in so einem Ambiente und auf solchen Turnieren vorzustellen. Und ja, diese Turniere sind einfach total toll, Plätze sind super. Auch mit der starken Konkurrenz, das ist einfach was ganz Besonderes für mich. Und es macht super viel Spaß, gerade auch wenn ich so ein tolles Pferd an meiner Seite habe. Und ja, die Einlaufprüfung hat auch super geklappt. Hätte ich ehrlich gesagt gar nicht mit gerechnet, weil das ist gerade mal seine 5. S-Dressur. Beim Abreiten habe ich auch Ute von Platen mit dabei und die mich da super unterstützt. Wir haben zu Hause schon toll trainiert und dann auch hier nimmt sie mir immer so ein bisschen noch so die Nervosität auf dem Abreiteplatz. Und dann arbeiten wir auch viel gerade mit Acosta. Viel über den Rücken einfach versuchen, gerade wegen seiner Aufgeregtheit und wegen der Hengstigkeit, dass er sich einfach nur entspannt. Aber da muss ich auch sagen, dass er wirklich dann, wenn wir alleine im Viereck sind und unsere Ruhe haben, dass es dann mit der Nervosität auch ein bisschen das Level sinkt und ich mich dann voll und ganz auf ihn und die Prüfung konzentrieren kann. Acosta ist für mich ein ganz besonderes Pferd, auch gerade weil wir schon 4 Jahre lang zusammenarbeiten. Und in der Prüfung merkt man einfach, wie viel er für mich gibt und dass er super auf mich konzentriert ist. Und ja, es macht einfach Spaß, er ist ein Wahnsinnspferd. Ja, als ich heute auf den Abreiteplatz kam, war ich super zufrieden und eigentlich total erstaunt, weil er super entspannt war. Ja, dann fing es sehr doll an zu regnen, kurz vor meinem Start. Da dachte ich erst, oh oh, aber er hat sich überhaupt nicht beirren lassen. Und als wir dann ins Viereck kamen, hörte es auch leider nicht auf, aber er hat sich super auf mich konzentriert. Es war eine total tolle Prüfung. Wir konnten das Ergebnis von gestern noch mal etwas steigern. Trotz eines kleinen Fehlers in den Dreierwechseln, es war sehr ärgerlich, aber ich glaube, so einem jungen Pferd, der noch nicht so viele S-Dressuren gegangen ist, auch noch zu verzeihen. Ich bin völlig überwältigt, dass wir jetzt am Ende Dritter geworden sind, uns noch mal steigern konnten zu gestern, bei den besten Dreien. Es war einfach ein Wahnsinnsgefühl. Ich bin super stolz auf Acosta. Ich gönne es natürlich auch dem Sieger Bart Weze mit seinem Imposantos. Und die Chance ist ja noch nicht vertan. Es kommen ja noch ein paar Turniere in der Serie und darauf freue ich mich sehr.